Klingt auch Urlaub, der darf auch mal kosten. So, willkommen zu einer neuen Folge. Was denn? Ramses der Biertester. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Weil das ist ja kein bestimmtes Format, du Eumel. Wir sitzen hier beim Hannes immer noch auf dem Balkon, wo wir die Hot Challenge gemacht haben. Wir haben jetzt was gesehen beim Aldi, wo wir Klopapier kaufen wollten und kein Klopapier gekauft haben, weil wir es vergessen haben. Kanalphänomenal hat letztens auch hier diese drei Biersorten getestet. Guckt euch das an, im Aldi gefunden. Dieses exotische IPA. Guckt mir auch die Pinsburger hier mit hier so Blumenkranz, shiny, fertig. Dann haben wir das goldige Aale. Oh, guckt dir die Aale an, die vollbusige Blondine. Das mag keiner, ne? Deswegen der Esmer hat gesagt, ich nehme die, fertig. Und dann gibt's noch hier... Hey, du hast gesagt, guck dir die Bilder an, welche da am besten aussieht. Ah ja? Nicht wegen dem Bier. Hey, das Bier kann man doch gar nicht sehen. Und wir haben rassiges Porter mit Witwe Bolte hier, ja? Da hat Kanalphänomenal aber gesagt, das schmeckt mit Blöre, ne? Deswegen werden wir das als letztes nehmen, weil ist wohl die am besten gefallen hat, das zuerst und danach das. Ist wohl also dabei. Hannes ist dabei. Und Ramses ist dabei. Dreh Hannes, dich um. Hannes der Schwarze, deswegen hier dieses schwarze Glas. Wir haben hier diese anderen Gläser und ich möchte das jetzt mal aufmachen für euch. Das werden wir jetzt mal einschenken. India Pale Ale. Ja. Moin, ihr Landratten. Sündiges Kraftbier gefällig. Bunt und Welt offen bringen dich unsere Ripa B-Girls auf neuen Kurs. Hier comes the fun. Unser exotisches IPA weckt lang vergessene Sehnsüchte. Obergärige Braut mit geheimnisvoller Hopfnote, überzeugt mit mildem Geschmack und blumiger Würze, prickelt von der Zunge bis unter die Haut, ne? Also wenn es mal wieder juckt, ihr wisst, woher es kommt. Das machen wir jetzt mal auf. Ja, so macht man es auf, du. Prickelt bis unter die Haut, ja. Ja, wir haben das, wir waren ja gerade unterwegs, das hat jetzt ein bisschen im Rucksack irgendwas gemacht. Alles gut. Ja, aber ich kann ja jetzt das nicht abschlotzen, dann habe ich es ja schon probiert. So, wie schenkt man denn das ein, dass man das zu dritt aufgeteilt hat? Mach am besten nicht so. Ich muss ja überall... Mach schräg, nicht, dass man alles noch mehr schreibt. Ja, genau, so, echter Biertester. Einmal so. Super, hast es doch. Einmal so. Weil es Ismo sein Lieblingsbier war, kriegt der Ismo den meisten Schluck dann davon. So. Warum, das ist doch Hannes sein Glas. Das ist so, in die Mitte kam noch was, jetzt kommt's von oben. Ah, das ist nicht gut, oh, das... Doch, das ist kacke. Das macht ein bisschen was, Junge, Junge, Junge. Hopst die nicht so, oh, komm hier, du, ey, oh, you my, oh, ich so schenkt man Bier ein, genau. Die Flöre. Ah, und der ganze Tisch ist voll. Ja. So, jetzt seht ihr auch mal die Farbe natürlich. Natur, okay. Da sieht man eh keine Farbe. Aber ihr seht hier die Farbe, wenn wir es auch hier ins Helle halten. Das ist auf jeden Fall, sieht ein bisschen aus wie Spülmittel. Also ist ein bisschen trüb, ne? Das ist deins. Gut. Das ist ein Hannes seins. Zack. Jawohl. Und das ist meins. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wenn wir das... Wo ist denn der da drüben? Wir werden jetzt alle drei einfach mal davon... Ach du meine Güte. Ich hab gedacht, du willst bei jedem sein Gesicht nah drauf gehen. Ach komm, wir probieren jetzt einfach und ihr sagt, wie es schmeckt, denn wir müssen hier... Wir haben nämlich noch einiges vor und da müssen wir Zeit sparen. Salute! Prost! Prost, so. Leute! Kamarocis! Und dann. Astravi! Hm. Schmeckt wie alles, was ich im Bier-Adventskalender hatte. Nee, nee, das ist ein bisschen warm. Bisschen Seife. Das dachte ich mir auch gerade. Etwas Seifiges, aber. Seifig. Süffig. Ja, ich denke, wenn das kalt ist, kann man das bestimmt sich reinlernen. Also es hat irgend, wenn ich nur den Schaum im, am Mund habe, habe ich da eine süßliche Note dabei. Leicht, leicht. Aber ansonsten ist es Seifenwasser, süßes Seifenwasser. Wenn es kalt ist, kann man es trinken. Aber es ist ja nicht kalt, also irgendwas blumisch-exotisches, 5,0, ne? Für mich immer noch Achso, 4,8. Ja? Für mich immer noch nicht abgehoben. 4,9. Das war übrigens das Stärkste hier mit 5,0. Also ist jetzt nicht unbedingt was, was ich genießen möchte oder öfters trinken würde. Aber ihr feiert das. Das ist euer Bier. Das ist okay. Ich glaube, das Schwarze, die Plörre ist mein Lieblings. Weil das keiner möchte. Ich bin von dem aber auch nicht so jetzt angetan, von dem hier. Aber das hat doch gut abgeschnitten. Das ja. Ja. So, hier. So, fertig. Dann, wir wollen ja Zeit, wir müssen ja hier noch was vor, genau. Haben wir jetzt...
dass die goldene Aale, ne? Maritime Classics, steht das auch da so drauf? Ja, das steht überall drauf. Aber jetzt, da ist nämlich wieder der Text. Moinge Landratten, sündiges Kraftbier gefällig, bunn und weltoffen, bring dich unsere Reebok B-Girls auf neue Kurse, auf neuen Kurs. Here comes the fun. Das ist der Standardtext, aber jetzt kommt er explizit für dieses Bier. Unsere goldige Aale ist erfrischend wie eine Meeresbrise. Leicht bekömmlich und obergärig. Oh. Ja, das stand noch bei dem Mann. Ober? Unter? Alles ist obergärig. Keine Ahnung, was das heißt. Unaufdringlicher Geschmack. Also schmeckt es auch wieder wie Wasser. Unaufdringlicher Geschmack mit fruchtigem Aroma. Eine kühlblonde Versuchung. Gibt es irgendwo eine Bierdose, wo drauf steht aufdringlicher Geschmack? Surströming Bier. So ungefähr. Mach mal auf jeden Fall auf. Es ist schon wieder alles. Wir schenken es jetzt mal ein. Schräg natürlich. Oh Junge, ich glaube, ich muss dir das mal zeigen. Das ist aber nicht so trüb wie das andere. Das sieht irgendwie heller und blonder aus. Hier, ja, ist ein Ungeziefer, guck mal. Guck. Eine Ameise. Eis. Eine Ameise, ein Bär. Eis am Hans. Mais am Sch... Was? Wo war's? Okay, gut. Warte mal, ich sehe ja eh nichts, was ich hier mache. Es sieht keiner, was ich da mache. Doch, man sieht die Gläser, wie du einschenkst. So, und da ist es, denn das ist jetzt nämlich hier. Muss immer ausflippen und durchdrehen, Hannes. Wir stellen das wieder in die Mitte und zeigen es. Ja, das ist auf jeden Fall, seht ihr doch, da kann man besser durchgucken als durch das andere. Selbst wenn ich von Geschmack keine Ahnung habe, Farbe kann ich noch ein bisschen erkennen wenigstens. Ist also ein bisschen heller, ein bisschen klarer. Und das erkennst du mit deiner Brille. Nee, die ist verschmiert. So. Prost, Prost. Gute Nacht. Ja, trinkt ihr ruhig, ihr Lümmel. Hm. Also ich schmecke zu dem ersten keinen Unterschied. Doch, der Nachgeschmack ist irgendwie anders da. Anders da. Also ich finde, das schmeckt nicht nach Spülmittel. Das schmeckt irgendwie komplett neutral. Ich würde dann also lieber das trinken, diese blonde Stute, als diese Pocahontas mit der Shiny Blumenkranz Variante. Ja. Das ist süffig, wie ihr immer sagt. Süffig. Was heißt denn süffig? Es läuft und läuft und läuft, oder was? Trink halt mal und probier's halt mal. Ja, das gibt's runter. Weiß ich nicht. Ich würde jetzt... Das ist auf jeden Fall nicht bitter. Nicht bitter, nicht... Ne, gar nicht. Hat wenig Geschmack, finde ich. Bier kenne ich eigentlich nur so, dass er so richtig... Push. Und reinknallt mit 10% oder so. Ja, das hat trotzdem 4,9 und 5, also ist eigentlich kaum Unterschied. Aber das fand ich ziemlich bitter, das fand ich ziemlich nicht so, aber finde ich jetzt das Rote am besten. Ich weiß jetzt nicht mehr, fand er jetzt das Rote oder nee, das am besten? Das fand er nee. Der Manuel doch. Ich habe gesagt, die sind gleich. Du bist der Manuel, genau. Ja. Vielleicht bin ich ja gar nicht Isfo, vielleicht bin ich ja Manuel. Der Alte natürlich, dann, nicht der Neue. So, warte, jetzt muss ich mir wieder hier die Bottiche herpressen. Und wir haben noch das rassige Porter. Das rasierte Porter, Baltic Porter. Ja, cool. Moin, Landratten. Sinniges, ja, das können wir auslassen. Wir gehen gleich zu dem, jetzt habe ich so lange geredet, dass ich es auch vorlesen kann. Unser rassiges Porter fackelt nicht lange. Ah, ist gleich der Geschmack wieder weg. Mach doch die Dose auf, Dicker. Vollmundig. Ja? Kastanienfarbig. Ist das jetzt also braun oder rötlich, rotbraun? Kastanienfarbig, Farben und obergärige Braut. Ein verlockend malzig herber Geschmack knistert bei jedem Schluck. Wegen verschluckbarer Kleinteile. Haben sie bei der Produktion, wahrscheinlich wie bei der Luca Pizza, wieder hier Pizza aus Plastik, haben sie... Oh. Ja, huja, meia, puja. Zum Glück muss ich gleich die Hose ausziehen. Aber das macht nichts. Wir schenken jetzt mal ein, hier diese Kaste... Oh.
Also die Farbe ist ja richtig, also es ist ja, das ist ja, das sieht ja aus, wie wenn ich früh immer aufs Klo muss. Das ist ja richtig schön braun, goldbraun gebacken auf jeden Fall. Rams ist der Dünnpfiffer. Deswegen nennt man mich ab und zu Rams ist der Dünne, genau. Je nachdem wie es... So, wir bauen jetzt wieder hier was rein. Mach nicht so. Hier was rein. Das ist jetzt das, die Plörre. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass das die Plörre ist. Ich glaube immer, ich muss jetzt hierher kommen, wenn ich irgendwas testen will, weil diese Balkon-Location gefällt mir sehr gut. Der Wind schüttelt die Dosen weg, das ist sehr gut. So. Und hier ist wieder nur Schaum drin. Ismo! Digga! Hans! Jo! Hannes! Genau! Ja, bei mir ist mehr Schaum als Bier drin. So wie in der Halt, halt noch weiter nach unten, da sieht man nur noch den Schaum. Achso, warte mal! Ich muss doch. Hast du gesehen, wie die Dose. Hey, ich glaube, hier sind Gespenster, wie die Dose einfach so. Tsch, wie bei einem Witcher-Board über den Tisch huscht. Mach noch. Oh, 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 oh. Damn. Hey, ich will jetzt aber. Das habe ich bei den anderen auch, das mal gegen das Licht gehalten. Seht ihr, wie das aussieht? Wie ein Cola-Weizen, genau. Nein, wie ein deftiges Malzbier. Bruder, deswegen haben wir jetzt den. Den Itzbo wieder drin. Ich würde sagen, Prost. Jetzt geht's nicht mehr. Oh! Oh! Jetzt mit der Dose, die ist eh leer. Weg damit. So, die können wir jetzt in die Mitte stellen. Dann Prost. Prost. Gute Nacht. Auf ein Prost. Malziges, das knackt. Ne, das knistert bei jedem Schluck. Das schmeckt richtig scheiße. Abgestanden ist. Das ist mein Lieblingsbier. Das schmeckt halt wirklich so ein bisschen so wie dunkles Brot. Aber ich würde nicht sagen Plörre. Ich finde nämlich immer noch das erste mit der Pocahontas in der Shiny Blumenkranz Variante. Das war richtig bitter und spülmittelmäßig. Das schmeckt wie Spülmittel. Ist nicht so bitter. Ja. Aber das erste war wie Waschwasser. Das ist wie Salvator. Schmeckt wie Salvator, das Starkbier. Ja, wie Waschwasser. Oh, es schmeckt wie Starkbier. Jetzt habt ihr es aber. Ich finde das okay. Das schmeckt zwar vielleicht ein bisschen abgestanden, aber es ist auf jeden Fall nicht so bitter wie das erste. Ja, das stimmt, so hat jeder einen anderen Geschmack. Jetzt trink doch erstmal. Ja, ich trinke das, genau. Der Ismo, der trinkt gar nichts. Also der mag nichts und der Hannes, der ist schon wieder mal guter Bayer, so hier. Das läuft schon in Bayern so, in München. Ja, der Rams ist halt kein Biertrinker. Ich finde das viel besser als das erste. Aber ich glaube, so, wenn die Leute sagen, das ist doch kein Bier. Wo sind denn diese Bitterstoffe? Das erste, das ist so richtig, da verzieht sich dir der ganze Äumel. So muss das wahrscheinlich sein beim Biertrinken. Ich bin kein Biertrinker. Doch. So ab und zu vielleicht mal, wenn wieder montags gestreamt wird, trinke ich auch mal eins. Aber ansonsten trinke ich lieber hier so Blöre, weil das schmeckt mir besser. Was war jetzt dein Highlight? Was war dein Lieblingsbier jetzt? Ja, das erste war so ganz okay, das zweite auch, das war wie das erste. Also das dritte würde ich nicht empfehlen. Okay. Und bei dir, was war jetzt das beste, schlechteste? Das bitterste war das erste, das zweite, das ging und das dritte war sehr gut. Das, wo du gerade dein Gesicht so total schwarze gezogen hast. Nee, das schwarze ist gut. Nee, das schwarze ist gut. Ja, er hat doch eben gesagt. Uah. Okay, aber er sagt wenigstens, das erste war das bitterste. Also bin ich ja gar nicht so weit entfernt, wenn ich sage, das erste war das bitterste. Denn ich fand auch, das erste war das bitterste, das mag ich nicht. Ismo steht halt auf bittere Sachen, ne? Weil der ist immer so gut gelaunt, der muss auch mal ein bisschen Tiefe in sein Leben bringen. Wenn die Kamera aus ist, dann mach ich. Der muss was Bitteres in sein Leben bringen. Ich würde sie, glaube ich, alle drei nicht nochmal kaufen, aber... Ich hab's mir jetzt schlimmer vorgestellt, sagen wir es mal so. Das war's jetzt vom Bier-Tasting und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, euer Isso, euer Hades, euer Gutsradio, euer Ciao.